Hey, willkommen zurück zu Let's Play Portal. Wir spielen ältere Spiele. Ja, wir spielen ja den ersten Teil von Portal, also Portal 1. Und ja, wir machen direkt da weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben, nämlich beim Bosskampf hier drin. Kurze Rede. Wir gehen jetzt direkt hier rein und wer die anderen Portal-Folgen noch nicht gesehen hat, geht mal jetzt oben rechts ein i auf. Dort habe ich eine Playlist hinzugefügt mit allen Portal-Videos, die ich hier auf meinem Kanal hochgeladen habe. Und da würde ich sagen, wir gehen jetzt hier mal rein. Tja, da sind sie. Herzlichen Glückwunsch. War es das wert? Ja. Denn trotz ihrer Gewaltbereitschaft ist ihnen bisher nur eines gelungen, mein Herz zu brechen. Seien Sie damit zufrieden und wir hören einfach auf. Wir wissen wohl beide, dass es so nicht laufen wird. Sie wollten es so. Jetzt gibt's eine Überraschung. Ja, Überraschung! In 5, 4. Einen Moment Auszeit, das sollte nicht passieren. Ja. Sehen Sie, was da aus mir herausfiel? Was ist das? Ich bin überrascht. Das habe ich noch nie gesehen. Na egal, das Rätsel löse ich später. Alleine. Denn Sie sind dann tot. Wo gehen Sie damit hin? Ja. Ich würde mich nicht damit abgeben. Ich glaube, wenn sie das berühren, wird ihr Leben nur noch schlimmer. Ja und? Was mache ich jetzt damit? Ich will mich ja nicht einmischen, aber sie sollten das Ding lieber in Ruhe lassen. Nee, ich lasse es nicht in Ruhe. Kannst du knicken? Glauben Sie etwa, ich spiele psychologische Spielchen? Ah, ich muss Ihnen das aufmachen. Also, okay. Jetzt mal im Ernst. Und schau ihn. Schön, berühren Sie es, heben Sie es auf und stecken Sie es wieder rein. Nein. Moment, nochmal. Nee. Jetzt mal ehrlich, wir wissen beide nicht, was das da ist. Legen Sie es in die Ecke. Ich kümmere mich später. Haha. Machen Witze. Haben Sie das Aperture Science Ding, das keiner versteht, in die Aperture Science Intelligenz Notverbrennungsanlage geworfen? Genau, das habe ich getan. Das ist ja wohl das Blödeste, das je. Oh, wow. Gute Nachrichten. Ich weiß jetzt, was das Ding, das Sie verbrannt haben, war. Okay, es was? Es war ein Ethikkern, der installiert wurde, nachdem ich das Enrichment Center mit tödlichem Neurotoxin geflutet habe. Ah, es okay. Es sollte verhindern, dass ich sowas nochmal mache. Also ganz ruhig, während ich die Neurotoxin-Emitter aufwärme. Ach, ja, kein Problem. Der Kern hatte vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. Okay. Wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Wie mache ich das jetzt? Es ist weit weniger schmerzhaft als das Neurotoxin. Muss ich mich ja mal kurz umschauen. Einfach weiter mit dem, was Sie da tun. Okay, ich habe eine Idee. Sie zu töten und Ihnen guten Rat geben, schließt sich nicht aus. Das ist eigentlich dasselbe Bosskampf wie bei Portal 2. Okay, das war Fail. Was Sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Crack-Anlage. Hat Schuhe für Waisen genäht. Hat nicht geklappt, okay. Super hingekriegt, sie hält. Was ist mit mir? Oh. Was ich Ihnen je getan? Uns unterscheidet, dass ich Schmerz empfinden kann. Das ist Ihnen ganz gleich, stimmt. Wer bist du? Was ist das? Was ist das? Was ist das? So, dann kommt das hier auch weg. Ich muss hier kurz... Da sind ja oh, verdammt. Drauf. Ich muss hier hoch. Haben Sie gehört? Ich sagte, es ist Ihnen gleich. Hören Sie? Ja, schön. Du. Das war's. Ich hab genug gekriegt. Ciao. Sie glauben mir zu schaden. Ja. Plus 2 ist 10. Ja genau, 2 plus 2 ist 10. Sehr gut. Ich hab sie bisher überleben lassen, weil ich neugierig war, was sie wohl tun. Tja, den Teil von mir haben sie zerstört. Auch wenn ich es noch so sehr möchte, kann ich das Neurotoxin leider nicht schneller hat in nicht ihren geklappt. Kopf kriegen. Ich möchte noch betonen, dass sie alle Chancen auf Erfolg hatten. Und? Komm. Jo! Sie mit all ihren Freunden. Ey, bleib hier! Ich habe ihren Freund, den Begleiter Kubus, eingeladen. Nur Echt? Konnte er nicht kommen, weil sie ihn getötet haben. Ihre anderen Freunde konnten auch nicht kommen, weil sie keine anderen Freunde haben. Sie sind wohl sehr unbeliebt. Hier steht's ja auch in ihrer Personalakte. Unbeliebt.
Nee, ich bin nicht unbeliebt. Einsame, unbeliebte Person, um die niemand trauern wird. Verdammt. Um die niemand trauern wird. Genauso steht es hier. Ganz formell. Ganz offiziell. Ja, komm, halt mal deinen Mund. Sie wurden adoptiert. Das ist auch komisch. Ach, ich wurde adoptiert? Ist mir aber neu, dass ich adoptiert wurde. Apropos neugierig. Sind Sie neugierig, was nach Ihrem Tod passiert? Ja. Tja, ich weiß es, aber Sie finden es schneller heraus, als ich es erklären kann. Also spare ich mir die Mühe. Ja, okay. Nur ein Tipp. Versuchen Sie in den nächsten 2 Minuten noch so viel zu leben, wie es nur geht. Das habe ich vor. Siehst du ja, ich verbrenne jetzt nämlich nochmal einen Teil von dir. Was Sie da verbrannt haben? Neurotoxin. Tödlich. Ich ersticke. Kleiner Scheiß. Als der Neurotoxin tödlich nannte, war tödlich absolut ironisch gemeint. Ich Könnte darin baden, es in mein Müsli kippen, mir in die Augen reiben. Ernsthaft, es ist gar nicht tödlich. Hat nicht geklappt, okay. Sie dagegen werden seine Tödlichkeit weit weniger lustig finden. Nee, es klappt nicht. Ich muss es hier hinsetzen. Sie. Tja, Sie verschwenden Ihre Zeit. Und Sie haben wirklich nicht mehr viel zu verschwenden. Worum Verdammt, ist echt denn? Nicht einfach. Wenn Sie überleben, dann sollten Sie mir auf keinen Fall Schaden zufügen. Ich habe Ihren Gehirnscan mit Backup, falls Ihnen etwas Schlimmes zustoßen sollte. Hä? Das steht direkt bevor. Glauben Sie nicht? Hier, hören Sie mal. Hallo. Das Ach, komm. Ist echt nicht einfach hier. Ich habe echt nicht mehr viel Zeit. Sie sind nicht klug. Sie sind kein Forscher. Sie sind kein Doktor. Sie hab ich getroffen? Sind nicht mal Vollzeit angestellt. Was haben Sie bloß falsch gemacht? Wollen Sie etwas? Ach, da oben. Draußen ist nichts mehr, wie es früher war. Wenn Sie dort wären, würden Sie sich wünschen, wieder hier drin zu sein. Meine Wissenskapazität ist grenzenlos. Und selbst ich weiß nicht genau, was grenzenlos ist. Verdammt. Ich weiß kostet nur, alles dass Zeit. Nur noch ich zwischen uns und denen stehe. Oder stand. Hä? Wenn Sie nicht ganz schnell einen ganz großen Supercomputer bauen können, ist es hier nicht mehr lange sicher. Gut gemacht. Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Lassen Sie es und sterben Sie endlich, oder ich lösche Ihr Backup. Stopp! Okay, genug, ich hab's gelöscht. Egal, was jetzt passiert, Sie sind tot. Glauben Sie mir, Sie sind tot. Der Teil von Ihnen, der geblieben wäre, ist futsch. Ich habe Sie aus dem Speicher gelöscht. Ja, komm, halt mal deine Waffe. Das war ein mathematischer Fehler. Ein mathematischer Fehler, den ich jetzt korrigiere. Was Sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Trackanlage. Hat Schuhe für Weisen genäht. Super hingekriegt, Sie Held. Ich bin verwirrt. Das ist kein Mut, sondern Mord. Was hab ich Ihnen je getan? Uns unterscheidet, dass ich Schmerz empfinden kann. Das ist Ihnen ganz klar, stimmt. Oh, ich hab nicht mehr viel Zeit. Boah, stresst mich gerade. So. So schnell. Ich sagte, es ist Ihnen gleich. Hören Sie? Okay, ich hab's nicht geschafft. Das ist nur die katalytische Crack-An. Verdammt! Upsi! Wenn Sie meinen Rat möchten. Hä? Legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Mein Gott. Ja, was Sie wohl tun. Go. Nein! Okay, wenn's drückt, muss ich gehen, okay. Während ich die Neurotoxin-Emitter aufwärme. Der Kern hatte vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. Naja, wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Das ist weit weniger schmerzhaft. Ach, es hat geklappt. Naja, wenn Sie meinen Rat... Na gut, machen Sie einfach weiter mit dem, was Sie da tun. Sie zu treffen und Ihnen guten Rat geben, schließt sich nicht aus. So, dann kürzen wir hier wieder ab, wenn ich einmal zack, zack. Dann legen wir... Machen wir ja einmal auf. Ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Anlage. Und rein. Hat Schuhe. Geschafft.
Sie glauben mir zu schaden. 2 plus 2 ist... So. Mir geht's bestens. Ich hab sie bisher überleben lassen, weil ich neugierig war. Und nochmal. Tja, den Teil von okay, mir es hat nicht geklappt. Zerstört. Auch wenn ich's noch so sehr möchte, kann ich das Neurotoxin leider nicht schneller in ihren Kopf kriegen. Jo. Dass sie alle Chancen auf Erfolg hatten. Okay, es liegt jetzt hier oben. Das heißt, ich muss jetzt einmal da und einmal hier. Ihren Freunden. Ich habe ihren Freund, den Begleiter Kubus, eingeladen. Nur konnte er nicht kommen, weil sie ihn getötet haben. Ihre anderen Freunde... Ja, lass meinen Kubus hier raus. Mein Freund. Der wollte mich wenigstens nicht umbringen wie du. Hier steht's ja auch in ihrer Personalakte. Unbeliebt. Von keinem gemocht. Hä? Ich bin nicht... Unbeliebte Person, um die niemand traut. Ja, ich und unbeliebt. Mhm. Genau. Ich geb dir gleich unbeliebt. Tödlich. Ich ersticke. Bams. Tödlich nannte, war tödlich, absolut ironisch gemeint. Okay, gut, dann... Es in mein Müsli kippen, mir in die Augen reiben. Ernsthaft, es ist gar nicht tödlich. Für mich. Dann müssen wir jetzt einmal... Wer backt den Kuchen, wenn ich weg bin? Sie. Tja, sie verschwenden ihre Zeit. Ich muss den jetzt irgendwie wegschubsen. Nicht mehr viel zu verschwenden. So, perfekt. Jede Sekunde zählt. Orange da. Und das steht direkt bevor. Öffnen. Hier hören Sie mal. Und. So blöd klingen Sie. Sie. Ha! Och. Das war's. Sie sind nicht klug. Sie sind kein Forscher. Sie sind kein Doktor. Sie sind nicht mal Vollzeit angestellt. Was haben Sie bloß falsch gemacht? Wollen Sie etwa fliehen? Draußen ist nicht mehr so wie früher. Meine Gedanken werden Sie sich wünschen, wieder hier unten dran. Meine Gedanken sind so gut. Das kommt davon. Oh. Lass mich rein, nein! Okay. Ich kann noch schießen. Jetzt nicht mehr. Okay. Okay. Oh. Nein. Lass mich los. Nein. Ich will doch nur raus. Oh, Hilfe. Nein, Hilfe. Ich hab keinen Fallschirm. Nein, ich will doch nur raus. Ich will nicht wieder rein. Das sind Kerne. Was machen hier? Das sind doch Kerne, oder nicht? Was mache ich hier? Kuchen! Das ist mein Kuchen, mein Versprochen. Und mein Kubus ist da hinten auch. Oh. Hi, wollt ihr auch ein Stück Kuchen? Ich weiß nicht, ob das für alle reicht. Hey! Geil. Wir haben es geschafft. Wir haben Portal durchgespielt. Wenn ihr wollt, dass ich Portal 2 durchspiele, dann schreibt es mal in die Kommentare, dann mache ich das auch. Ja, hat mir richtig gut gefallen. Also ich habe Portal 1, also den ersten Teil, ja noch nie durchgespielt. Richtig geil. Ja, schreibt mir, wie gesagt, in die Kommentare, ob ihr Portal 2 sehen wollt. Wer will, kann mir auf Instagram folgen. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr mir weitere Spielewünsche äußern. Dann sage ich auch ciao, bis zum nächsten Mal. Wenn es heißt, wir spielen alte Spiele. Bye.
Maybe Black Mesa.